Selbstliebe. Mir ein bewusstes Umfeld schaffen, in dem ich wachsen kann, von den Leuten, von denen ich lernen kann und ja, mich selbst einfach mehr zu mir selber finden kann, in dem ich so sein kann, wie ich bin. Und das habe ich hier auf alle Fälle bekommen und noch viel mehr. In erster Linie ein großer Wunsch war, Gleichgesinnte einfach zu treffen. Zu deinem Atem. Die Übung, die wir jetzt machen, ist auch der Meditationsimpuls von heute. Ihr erlebt jetzt sozusagen, wie es geht und könnt dann heute im Laufe des Tages noch mal ein, zwei andere Personen euch suchen, mit denen ihr das dann machen könnt. Ihr zwei müsst auf jeden Fall dichter zusammen, das erleichtert die Übung, so dass es euch leicht fällt, in die Augen zu schauen. Guck mal, was da für ein guter Abstand ist miteinander. Wir machen es jetzt so, dass der innere Kreis eins weiter rutscht, und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Ja, du kennst es jetzt schon, bedingungsloses, absichtsloses Schauen mit deinem Herzen erblickst du den anderen und damit dich selbst. Hey. Aber ansonsten ja, wirklich halt zupacken, wenn man Angst hat und wenn man nur so leicht hinstreift, immer dann, ja. Genau. Wenn es und dann auch schon gut und so. Gar nicht gerne durch. Und immer Danke sagen. Genau. Auf jeden Fall die Gemeinschaft, die Leute, das Offene für alles, das kenne ich eigentlich nicht und das hat schon einen sehr bewegt. Ja. Die Herzlichkeit ist hier überwältigend. Also am Anfang kam ich damit überhaupt nicht zurecht. Also die offene Art von all den Menschen, aber auch viel zur Ernährung. Also ich werde jetzt auf jeden Fall einiges bei mir ändern, dadurch, dass ich so ein Umfeld hatte, das mir gezeigt hat, wie einfach das ist, sich also bewusst und vollwertig zu ernähren. Also ich glaube, wir müssen alle näher ran, weil sonst können wir das nicht.
Ja, wahrscheinlich kann man das sonst schlecht lesen. Trauen wir uns mal etwas näher. Früchte des Kurbel die Entgiftung einfach zu stark an. Also wenn du viel Früchte gerade am Anfang isst, dann löst es auch noch viel zu viel von Giften. Und dann ja, ist es noch viel extremer. Deswegen am Anfang halt viel Wildkräuter, viel Grün, Salate, Sprossen, Nüsse und ja, alles Mögliche an Fett, Avocado, Kokosfleisch und einfach dichtere Sachen. Auch Samen, Saaten, also sowas wie gekeimter Buchweizen, Alfalfa-Sprossen, Mungobohnen-Sprossen oder Sonnenblumen gekeimt. Also einfach diese dichteren, kompakteren Sachen. Genau. Oder auch wenn es an Obst geht, dann noch nicht so dichte Sachen. Trockenfrüchte kann man dann auch anfangs eher noch essen. Und sowas wie Bananen sind halt einfach noch dichter. Du kannst ganz loslassen von allem, was du denkst, was es zu tun gibt. Oder was du machen müsstest mit dem, was du jetzt erfahren hast. Was mir noch sehr aufgefallen ist, ist, was natürlich die anderen nicht sehen konnten, aber wie sich mein Inneres hier entfaltet hat. Also es war wirklich, als hätte ich neue Luft zum Atmen bekommen. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich längst, also schon gar nicht mehr gespürt habe. Ich habe Gedanken wahrgenommen, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört habe, mich an Dinge erinnert. Also es ist sehr viel innere Arbeit hier, vor allem in mir drin, die mir extrem aufgefallen ist, ja, und die ich auch mitnehmen werde. Allgemein hat mich bewegt die Energie und der Spirit, der hier geherrscht hat oder immer noch herrscht. Also jeder, der wo offen ist und jeder, der wo in der Richtung interessiert ist, auf jeden Fall machen. Im Prinzip eigentlich für jeden, der auf der Suche ist.